Wir verbringen bis zu 20 Stunden die Woche in Meetings. Und laut Studien sind davon bis zu 50% verschwendete Zeit. Wenn wir uns also mit dem Thema befassen, können wir sehr viel Effizienz gewinnen bzw. wertvolle Zeit für uns einsparen. Doch wie kannst du Meetings effizient gestalten? In diesem Video werde ich dir 7 Tipps geben, damit dir genau das gelingt. Ich bin Robert, Co-Founder und Geschäftsführer von Verbally. Wir sind ein Berliner Startup und helfen dabei, weniger Zeit in unproduktiven Meetings zu verschwenden. Bei Verbally entwickeln wir einen virtuellen Meeting-Assistenten, welcher euch dabei hilft, Meetings produktiver zu gestalten und Meeting-Best Practices im Arbeitsalltag in die Tat umzusetzen. Aber warum sollten wir uns darum kümmern, unsere Meetings zu verbessern? Schlechte Meetings haben einen riesen Einfluss auf unsere Stimmung. Wir sind frustriert, wenn wir den halben Tag in ergebnislosen Meetings verschwenden. Und wir sind gestresst, wenn Meetings überzogen werden und wir dadurch wieder zu spät in ein anderes Meeting kommen. Die 7 Tipps, die ich gleich mit dir teilen werde, hätte ich gerne früher gekannt, um meine Meetings effizienter gestalten zu können. Es gibt 2 Bereiche, auf die wir uns konzentrieren müssen, um unsere Meetings effizienter zu gestalten. Erstens die Meeting-Vorbereitung und zweitens die Meeting-Durchführung. Die sind natürlich miteinander verflochten und wichtig ist hier, wie bei allen anderen Prozessen auch, dass wir uns kontinuierlich verbessern und nachjustieren. Wenn es um die Vorbereitung geht, fangt damit an, das Ziel oder auch den Purpose des Meetings zu definieren. Was soll mit dem Meeting erreicht werden? Ein gutes Ziel ist nicht Q3-Budget, sondern zum Beispiel Vorstellung und finales Alignment des Q3-Budgets. Also klar definieren, was erreicht werden soll. Wenn ihr eure nächsten Meetings aussetzt, schreibt also ein klares Ziel direkt in die Einladung, zum Beispiel als ersten Agendapunkt. Wo wir auch schon direkt beim nächsten Tipp sind. Eine Agenda aufsetzen. Dass eine Agenda sinnvoll ist, weiß wahrscheinlich jeder. Das Problem ist, dass im Arbeitsalltag oft vergessen wird. Dadurch, dass wir vorab definiert haben, was wir mit dem Meeting erreichen wollen, können wir uns über eine sinnvolle Agenda Gedanken machen, welche uns hilft, dieses Ziel zu erreichen. Falls das Meeting länger dauert, hilft es auch, die Agenda zu timeboxen, also den einzelnen Punkten einen Zeitslot zuzuordnen. Dadurch geben wir auch indirekt eine Gewichtung für die einzelnen Agendapunkte. Und es hilft uns, während des Meetings on track zu bleiben. Daher beim nächsten Meeting direkt eine Agenda in die Einladung eintragen. Für die einzelnen Agendapunkte eine Zeit einplanen. Das hilft den Teilnehmern bei der Vorbereitung und während des Meetings den Fokus zu behalten. Und hey, wenn dir die Tipps bisher gefallen haben, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Die Länge des Meetings zu definieren geht Hand in Hand mit der Agendaplanung. Wenn wir wissen, was wir besprechen müssen, um das Ziel zu erreichen und wie lange wir brauchen, wissen wir die Gesamtmeetingzeit. Grundsätzlich gilt, versucht eure Meetings kurz zu halten, da die Konzentration und die Produktivität mit der Länge des Meetings sinkt. Daher gegebenenfalls nochmal über die Agenda gehen und schauen, ob ihr was einkürzen bzw. streichen könnt, um das Ziel des Meetings zu erreichen. Noch ein Tipp bei der Planung der Meetingzeit. Vermeidet Standardzeiten wie 30 Minuten oder 60 Minuten. Plant stattdessen 25 oder 50 Minuten. Hintergrund ist das sogenannte Parkinson'sche Gesetz. Arbeit nimmt so viel Zeit ein, wie man ihr gibt. Wenn ihr für etwas 60 Minuten einplant, werdet ihr dafür auch 60 Minuten nutzen. Sehr selten sind also Meetings auch dadurch signifikant früher fertig als geplant. Ihr werdet zum selben Ergebnis kommen wie bei den 30 bzw. 60 Minuten Meetings, nur mit dem Vorteil einer kleinen Verschnaufpause zwischendurch. Das hilft, um genug Zeit zu haben, um runterzukommen und den Kontext zu wechseln. Im Zweifel, wenn ein Meeting 1 bis 2 Minuten überzogen wird, entsteht nicht gleich ein Dominoeffekt. Man ist nicht sofort zu spät und beeinflusst dann das Folgemeeting und die Teilnehmer des Folgetermins. Falls ihr in eurer Firma Google Workspace nutzt, könnt ihr das direkt umsetzen. Geht in eure Kalendereinstellung und aktiviert Speedy Meetings. Somit habt ihr in Zukunft automatisch die verkürzten Meetingzeiten, wenn ihr einen neuen Termin aufsetzt. Dieselbe Einstellungsmöglichkeit gibt es auch bei Outlook unter den Kalendereinstellungen. Jetzt haben wir ein Meeting-Ziel und eine Agenda. Das wiederum hilft uns, entscheiden zu können, wer tatsächlich eingeladen werden muss, um das entsprechende Ziel zu erreichen. Außerdem haben die Teilnehmer sofort ein klares Verständnis darüber, was im Meeting besprochen werden soll und können sich darauf besser vorbereiten. Grundregel ist, haltet das Meeting so klein wie möglich. Mehr ist in diesem Fall nicht besser. Wählt bewusst aus, wer dabei sein muss und bei wem es ausreicht, die Meeting-Agenda und die Meeting-Minutes zuzuschicken. Wenn ihr euch unsicher seid bei eurem nächsten Meeting, ladet die Person als optional ein. Mit der Info, dass die Agenda und die Meeting-Minutes geteilt werden. Die meisten Personen werden sich dafür das Geschenk der gewonnenen Zeit bedanken und darauf verzichten, an dem Meeting teilzunehmen. Nun zum zweiten Teil,
der wichtig ist für das Gestalten von effizienten Meetings, die Durchführung. Plant euch Zeit ein für ein Check-in am Anfang und für Next Steps am Ende des Meetings. Meetings sind soziale Interaktionen und deshalb funktionieren Meetings auch am besten, am effizientesten, wenn auf das Zwischenmenschliche geachtet wird. Plant euch bewusst am Anfang des Meetings ein paar Minuten Zeit ein für ein Check-in. Nutzt diese Zeit, um euch persönlich auszutauschen, wie es einem geht und so weiter. Etwas Smalltalk halt. Gleichzeitig habt ihr dadurch einen kleinen Puffer, falls ein Teilnehmer kurz zu spät kommt, ohne dass der Zeitplan des Meetings sofort beeinflusst wird. Am Ende des Meetings solltet ihr euch auch Zeit einplanen, um die nächsten Schritte zu definieren. Es gibt nichts Schlimmeres, als eine Stunde in einem Meeting zu sitzen, wo am Ende die Zeit gefehlt hat, um die nächsten Schritte zu definieren. Am Ende gehen alle aus dem Meeting und es ist nicht klar, wer was wann als nächstes macht. Beziehungsweise jeder hat ein anderes Verständnis davon. Daher lieber die letzten 5 Minuten dazu nutzen, gemeinsam die nächsten Schritte zu formulieren. Dann gibt es im Nachgang keine Ungereimtheiten oder unnötiges E-Mail oder Slack-Ping-Pong. Wenn ihr also euer nächstes Meeting aufsetzt, plant in der Agenda am Anfang 3 bis 5 Minuten für den Check-in ein und am Ende 5 Minuten für die Next Steps. Zum Beginn des Meetings ist es hilfreich, das Ziel und die Agenda nochmal durchzugehen. So stellt ihr sicher, dass alle aligned sind, beziehungsweise dass Änderungen der Punkte oder der Priorisierung direkt am Anfang geklärt werden können. Gibt es Punkte, die den Rahmen sprengen oder nicht dem Meeting-Ziel dienlich sind, sollten diese bewusst ausgeklammert werden. Somit vermeidet ihr, dass das Meeting in eine falsche Richtung läuft und dadurch das Ziel nicht mehr erreicht werden kann. Startet also euer nächstes Meeting damit, kurz das Ziel und die Agenda zu präsentieren. Sei es über einen Screenshare des Invites, eines separaten Dokuments oder durch ein Tool wie Verbally. Achtet darauf, im Zeitrahmen zu bleiben, sprich das Meeting pünktlich zu starten und pünktlich zu beenden. Die vorab definierten Agendapunkte helfen euch auch während des Meetings die Zeitstruktur einzuhalten, besonders wenn ihr diese getimeboxed habt. Damit das Meeting nicht aus dem Rahmen läuft und effizient bleibt, achtet auch darauf, dass der Redeanteil gleichmäßig verteilt ist bei einer Diskussion, beziehungsweise schreitet ein, wenn ungewollt lange Monologe entstehen, beziehungsweise Themen auch wiederholt werden. Behaltet also beim nächsten Meeting bewusst die Meetingzeit im Auge. Stellt euch 1 oder 2 Timer. Der erste, wenn die Hälfte des Meetings vorbei ist, als Zwischencheck-in und einen 5 Minuten vor Schluss, um Zeit für die Abstimmung der nächsten Schritte zu haben. Wie gerade erwähnt, sollte das Durchführen von Meetings wie ein iterativer Prozess betrachtet werden, der nach und nach verbessert wird, basierend auf dem Gelernten bzw. Beobachtungen aus den Meetings. Läuft das Meeting immer über die Zeit, solltet ihr eventuell weniger Agendapunkte draufnehmen und so weiter. Bei wiederkehrenden Meetings solltet ihr euch auch regelmäßig hinterfragen, ob das Format, die Länge, die Teilnehmer und so weiter noch stimmen. Gut möglich, dass das Meeting in dieser Form auch nicht mehr gebraucht wird, um das Ziel zu erreichen. Ich hoffe, dass ich euch mit meinen Tipps helfen konnte und dadurch eure nächsten Meetings noch effizienter werden. Bei Fragen nutzt gerne die Kommentarfunktion und wenn ihr Hilfe bei der Umsetzung der genannten Tipps braucht, schaut euch gerne mal verbally.io an. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.